Aber wir kommen jetzt zum hoffentlich letzten Spiel, live kommentiert von Matthias Stach. Das war schon allerhöchste Qualität, dieser Ballwechsel. Von beiden. Sehr gute Länge, Petkovic. 30-0. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Bei ihrem Aufschlag. Umso besser, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt hier passiert. Das ist eine tolle Spielerin, Kiki Bertens. So lang. Gutes Tempo, Petkovic. So, 2:02 sind vorüber. Sie hat tatsächlich die Matchbälle auf dem Weg ins Viertelfinale. Ein mega Erfolg wäre das. Egal, leichte Auslosung, was viele gesagt haben, durch das Aus von Lina. Man muss erstmal liefern. Jetzt ran. Unfassbar, wie die Bertens dagegen hält. Geht nicht vor, sie geht nicht vor. Und das ist es. Andrea Petkovic steht im Viertelfinale der French Open 2014. Die hatte 3-4 Chancen vorzugehen, aber was soll's. Sie hat gut gespielt, die Gegnerin. Und am Ende ist es ein 1-6, 6-2 und 7-5. Für Andrea Petkovic, die damit also hier in der Runde der letzten 8 steht, einer Muguruza, einer Sharapova, einer Suarez Navarro und einer Bouchard folgt und jetzt auf Jankovic oder Errani wartet. Die Familie, die Schwester, die Eltern, auch Freunde haben sich da oben umarmt und wir sehen nochmal diesen letzten Punkt der Partie.